Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe einen Herrn da, der mich sehr geprägt hat, speziell in den letzten 2 Jahren, weil ich etwas von ihm lernen durfte und das tatsächlich auch umsetze. Und das hat mich zu einem für mich aus meinen Augen besseren Menschen gemacht, wo ich sehr stolz bin. Wenn ich mir in den Spiegel schaue, sehe ich mich und ich denke, das, was ich da lernen wollte, sehe ich auch in meinen Augen. Und das berührt mich und ich bin sehr dankbar, den Joshua Kroberg Ihnen wieder vorstellen zu dürfen. Lieber Joshua, danke, dass du da bist. Gerne. Danke, dass du mich vor 2 Jahren hier mal aufgesucht hast und mir das erklärt hast. Ich arbeite jeden Tag mit deiner Technologie, das darf ich sagen. Und das macht mich unglaublich stolz, was man damit machen kann. Jetzt fangen wir an. Du bist Neurowissenschaftler und du hast mit deiner Technologie auf Ultraschallbasis gesehen, dass man hier Sachen aufmodulieren kann, wo man 800 bis 800 Mal vervielfältigen kann, dass ich das eine Lektion lernen kann, bis zu 800 Mal pro Nacht in mein Unterbewusstsein. Und das Spannende ist, dass es über die Haut überträgt wird und wegen dem Ultraschall ans gleiche Areal kommt im Hirn wie durchs Ohr. Genau. Hört man diese Wissenschaft weltweit noch mehr oder bist du der Einzige hier herum, der diese Technologien verwendet? Genau, also tatsächlich sind wir die Einzigen, die das so detailliert im Bereich Lernen, Persönlichkeitstraining und so weiter einsetzen. Wobei man dazu sagen muss, es kommt eigentlich aus einer anderen Schiene und zwar aus dem Bereich der Cochlea-Implantate. Das heißt, man hat Ende oder Anfang, jetzt muss ich kurz überlegen, Anfang der 90er, also 91 gab es erste wissenschaftliche Ergebnisse, dass man den Hörnerv des Menschen mit Ultraschallfrequenzen stimulieren kann. Und auf diesen Forschungsergebnissen habe ich dann drauf aufgebaut. Wir gehen aber eben nicht direkt an den Hörnerv, sondern wir transportieren über die Haut. Das heißt, wir geben Audioinformationen, die auf eine Ultraschallfrequenz aufmoduliert sind, auf die Haut und darüber per Stimulation an den Hörnerv. Und damit haben wir das Broca-Wernicke-Areal. Das sind also die beiden Bereiche im Gehirn, die Audioinformationen verarbeiten. Die werden quasi darüber stimuliert. Also man hört über die Haut. Also das ist tatsächlich so, ich brauche keine Ohren. Ich kann mich im Alltag unterhalten. Ich kann sogar die Ohren schließen und kann trotzdem einen Höreindruck haben. Das ist schon ein Wunder. Jetzt noch eine Frage dazwischen. Es gibt ja auch Leute, die nichts hören, generell nicht. Genau, genau. Aber wenn ja die dann eigentlich die Sprachen zum Beispiel hören, das Wort hören über die Haut, dann ist doch die Chance viel größer, dass sie es auch richtig betonen und aussprechen, oder? Genau, also es war tatsächlich ein Ansatz, den ich schon 1999 verfolgt habe. Wir sind mit den ersten Prototypen damals in der Gehörlosenschule in München gewesen. Dort hatte man, ich schätze mal, so 120 Schüler. Das hat sich aber leider herausgestellt, also das wusste ich vorher auch nicht, weil ich mich in dem Bereich nicht wirklich beschäftigt hatte. Es hat sich dann herausgestellt, dass wirklich die allermeisten, also über 98% der gehörlosen Menschen bereits taub zur Welt kommen. In der Regel ist es eine Schädigung des Hörnervs und damit funktioniert auch der NEOS nicht. Das ist leider eine gewisse Einschränkung, aber wir haben Kunden tatsächlich, also als Beispiel, wir haben einen Bundeswehroffizier, der durch einen Unfall komplett ertaubt ist, wo dann, also der hat dann Cochlea-Implantate auch bekommen, die sind dann abgestoßen, also das war dann ein anderes Thema bei ihm, also ein gesundheitliches Thema. Und der benutzt heute unsere Technologie wirklich als Hörgerät. Aber das sind Einzelfälle. Also der NEOS ist eigentlich konzipiert und entwickelt für gesunde Menschen, die einen gesunden Hörnerv haben, die also kein eingeschränktes Hörvolumen haben. Als ich kürzlich in einer Klinik in der Schweiz war, präventiv, habe ich über diese Technologie mit dieser Kniekleidung gesprochen. Die waren total begeistert, wussten gar nicht, dass es das gibt. Deshalb möchte ich mit dir auch ein bisschen über die medizinischen Sachen reden. Die Psychoneuroimmunologie ist eine schulwissenschaftliche Ausrichtung und die hat bewiesen, nur keine Lobby dahinter, aber sie hat bewiesen, dass alle Krankheiten auch aus der Psyche kommen. Genau. So, aber die Schulmedizin grenzt die Psyche aus vom Körper, die Psychologie grenzt den Körper von der Psyche aus, aber eigentlich ist es beides. Genau. So, und jetzt haben wir hier ein perfektes Mittel in der Hand, in die Psyche einzugreifen, eines Patienten,
um genau. ihm zu helfen, aus seinem Muster rauszukommen, oder? Genau. Was für Muster könnten das sein? Genau, also das Problem, sage ich jetzt einfach mal, bei solchen Ansätzen ist, also wie gesagt, ich komme ja immer aus Sicht der Neurowissenschaft, ne? Ich habe jetzt nicht Psychologie studiert oder so, ne? Aber ich habe natürlich mich mit den Themen immer am Rand beschäftigt, um das irgendwo zusammenzukriegen. Ne? Ja. Deswegen habe ich ein relativ breit aufgestelltes Wissen dazu. Man kann einfach sagen, wenn man das jetzt mal von Gehirnseite anschaut, wir denken 60.000 Gedanken pro Tag. Ne? Am Abend, wenn ich versuche, mich an alles zu erinnern, was ich heute gedacht habe, ne, dann komme ich so mit 600, 700 Gedanken raus, wenn es gut läuft. Ne? Okay. Also das heißt, ein ganz minimaler Bereich ist nur bewusst. Wir reden eigentlich in den anderen Bereichen von so einer Art von geistigem Wiederkauen. Also das heißt, wir wiederholen unsere Lebensmuster immer und immer wieder. Das heißt, umso älter ich werde, umso steifer werde ich auch. Also tatsächlich ja auch körperlich. Ne? Mit dem Alter werden wir körperlich steifer, aber wir werden auch mental steifer, weil wir eben gewisse Sichtweisen auf die Welt für wahr halten und die sich dann immer und immer und immer wiederholen. Das heißt, wenn ich einen Gedanke tausendmal denke, genau. dann baue ich auch aus einem Feldweg eine Autobahn. Genau so ist es. Und wenn irgendwo ein Impuls kommt, dann bin ich sofort auf dieser Straße. Ganz genau. Und lass eigentlich gar nichts mehr anders zu. Ja? Ganz genau. Ne? Mhm. Und das Problem dabei ist also, dass wir tatsächlich dann in dieser Realität leben. Ja? Also ich versuche es mal ein bisschen lustig zu machen. Ja? Also so ein negativ eingestellter Mensch, der fährt jetzt nach Zürich und verfährt sich in der Stadt, ne? Oder verläuft sich. Ne? Und dann ärgert er sich und ist pumpig, dass er jetzt da den Weg nicht gefunden hat und dass er zu spät kommt. Und das ist seine Realität. Ein positiv eingestellter Mensch, der verfährt sich auch in Zürich am gleichen Tag und schaut sich das aber alles an und freut sich, dass er jetzt mal ein paar Straßen sieht, die er in Zürich noch nie gesehen hat. Also er ist dem Ganzen positiv gegenübergestellt. Das sind jetzt zwei Extrembeispiele. Also unser Leben ist nicht schwarz-weiß, aber es zeigt vielleicht so ein bisschen, was man gerade im Bereich Medizin auch über Psychohygiene machen kann. Und Psychohygiene, ich mache es mal ein bisschen provokanter, ich sage immer, haben Sie heute schon Gehirnwäsche gemacht? Ne? Und dann sagen die Leute, ja, Gehirnwäsche, das ist ja ganz schrecklich und so. Und dann sage ich, naja, aber Sie duschen jeden Tag, ja? Sie schauen, dass Sie sich die Zähne putzen, also Sie reinigen Ihren Körper, ja? Aber in unser Gehirn lassen wir RTL Pro7 Mainstream-Dreck reinfließen und spulen den Dreck nicht raus. Das heißt also, wir sorgen nicht für Psychohygiene. Und wenn ich jetzt schon 60.000 Gedanken denke, mal nur als Beispiel, und ich tatsächlich erlebt habe, dass ich Schmerzen habe, dann wiederholt sich das, wird immer manifester und irgendwann manifestiert sich die Krankheit auf körperlicher Ebene. Und das hat ja auch jeder von uns. Ne? Also jeder hat seine Baustellen. Der eine hat einen Tinnitus, der nächste hat eine Krebserkrankung, der zweite, dritte, vierte ist übergewichtig, der fünfte hat Beziehungsprobleme, ist also völlig egal. Jeder hat so seine Baustellen im Leben. Aber es gibt die Möglichkeit sozusagen über bewusste Entscheidungen und danach folgende Hygieneanwendung, psychohygienische Anwendung, tatsächlich sein Leben mehr in die Richtung zu kriegen, in die ich wirklich gehen möchte. Ich gehe noch einen Gedanken nochmals zurück. Mhm. Da waren wir in Zürich beim Verfahren. Da bin ich tatsächlich vor etwa 3-4 Jahren durch Bern gefahren, habe mich verfahren, komme über eine Brücke, schaue nach links und sehe da ein Haus. Das sieht unglaublich aus. Es hat sich herausgestellt, dass das das Bundeshaus ist. Der Schweizer war der erste, der letzte Schweizer, der das noch nicht gesehen hat. Ich habe mich gefreut darüber. So, das in Klammer zu. Hat es wirklich eine Augenweide, ganz, ganz toll. Sind wir die Summe aller unserer bewussten Gedanken oder sind wir vielmehr die Summe aller unserer unbewussten Gedanken? Also wir sind, sagen wir mal, die Summe unserer Entscheidungen, die bewusst ablaufen, aber eben auch unbewusst. Aber wenn wir es dann runterbrechen auf Wiederholungsrate, sind wir tatsächlich das Abbild unserer unbewussten Routinen. Ah, und jetzt geht es genau da. Da haben wir Programmierungen drin, Autobahnen, die uns vom Baby aus zum Kleinkind, zum Jugendlichen geprägt haben, oder? Genau. Da lacht eine Gruppe von Kindern einen aus, wenn man einen Vortrag machen muss, oder? Ja, genau. Und all diese Dinge, oder? Das schaffst du nie. Genau. Und solche Muster können einen ja auch krank machen, das weiß man ja heute auch schon. Und die kriege ich raus aus meinem Unterbewusstsein. Absolut. Wie? Genau. Es ist nicht ganz so trivial, aber tatsächlich möglich. Ne? Also
sagen wir mal, die Reihenfolge ist so, ich muss eigentlich immer erst erkennen, dass ich so ein Muster habe. Also ich nenne es immer so, also es gibt in der Neurobiologie so vier Ebenen. Die erste Ebene ist unbewusste Inkompetenz. Also ich weiß nicht, dass ich was nicht kann. Also ich weiß nicht, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Ich weiß nicht, dass ich mit Beziehungen nicht richtig umgehen kann, ne? Sondern ich lebe so vor mich hin und ständig scheitern die Beziehungen, aber ich habe gar keine Realität, dass das was mit mir zu tun hat, ne? In dem Moment, wo ich merke, dass es was mit mir zu tun hat, reden wir über eine bewusste Inkompetenz. Also ich merke, irgendwie haut was mit meinen Beziehungen nicht hin oder mit meinem Geld oder mit meiner Arbeit oder was auch immer. Und plötzlich merke ich, das hat was mit mir zu tun. Jetzt wird es eigentlich das erste Mal interessant, weil jetzt kann ich sagen, bewusste Inkompetenz, wie würde denn eine bewusste Kompetenz aussehen? Bewusste Kompetenz ist die nächste Stufe. Das heißt, ich befasse mich damit, wie müsste ich als Charakter ausgebildet sein, dass man mit mir in einer schönen Beziehung leben kann. Menschen stellen dann häufig fest, dass sie mit sich selber nicht im Einklang sind, deswegen können sie mit anderen auch nicht in Einklang gehen. Und wenn ich jetzt dann aus dieser bewussten Kompetenz heraus ein neues Muster anlege, dann habe ich plötzlich eine unbewusste Kompetenz. Das heißt, Menschen mögen gerne mit mir in Beziehungen gehen, weil ich mit mir selber im Reinen bin, weil ich mit mir eine gute Beziehung habe, kann ich mit allen anderen, wenn ich das denn möchte, auch gute Beziehungen pflegen. Und das wären so die vier Stufen. Also ich muss erstmal aus der unbewussten Inkompetenz heraus erkennen, ich habe da irgendwie was nicht so richtig läuft. Aber genau dieser Punkt, wie komme ich zu diesem Punkt? Ich meine, da gibt es natürlich schon gute Ärzte, die das können. Klar. Psychologen können einem da natürlich helfen. Genau. Man sagt ja heute auch, wenn ich der Rüdiger Dahlke zitiere, hat auch jede Form von Krebs einen psychischen Hintergrund. Absolut. Rechte Brust das Problem, linke Brust das Problem, Prostata ein Problem. Also man könnte mal nachforschen, zu was steht meine Krankheit? Ja, genau. Und dann selbst reflektieren. Ganz genau. Ne? Und dann sage ich, ich baue jetzt einen neuen Feldweg und baue den zur Autobahn aus. Genau. Also Krankheit, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ja, ich entschuldige mich dafür auch, aber ich sage mal, wenn ich sage, jemand ist krank, dann tut er sich eigentlich sehr, sehr einfach herauszufinden, was das Problem ist. Ne? Weil, wie du gerade angesprochen hast, Rüdiger Dahlke zum Beispiel oder biologisches Heilwissen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten zu sagen, es hat sich ein Problem in meinem Körper manifestiert. Wenn ich dieses Problem, das ich manifestiert habe, zurückspiegle auf die Psyche, dann weiß ich, wo liegt das psychische Problem. Wesentlich schwieriger ist es, wenn ich zum Beispiel immer Probleme mit Geld habe, ne, oder immer Probleme mit Beziehungen, dann ist es noch nicht so manifestiert. Das heißt, da muss ich vielleicht noch andere Wege gehen, um zu erkennen, wo liegt das wirkliche Problem. Aber tatsächlich, wenn jemand krank ist, kann ich wirklich nur den Rat geben, sich mal damit zu beschäftigen, psychische Blockaden in der Verbindung mit gesundheitlichen Problemen. Ein unglaublich ergiebiges Feld. Und das eine soll ja das andere nicht ausschließen. Im Gegenteil, wir können ja eigentlich diesen schulmedizinischen Weg optimieren und ergänzen, indem wir unsere Psyche mit programmieren oder versuchen, den Fokus zu verändern, oder? Und ich habe den Vorteil, wenn ich das kombiniere, wie du sagst, dann habe ich einen wesentlich schnelleren Heilungsprozess. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe 2015 hatte ich eine Blutvergiftung, an der ich fast gestorben bin. Also man wusste nicht, wo die herkam. Ich hatte 4 Notoperationen. Mir sollte das Bein abgenommen werden. Also eine richtig krasse Geschichte. Und während ich schulmedizinisch behandelt worden bin und ich glücklicherweise auch mein Bein behalten konnte. Ne? Also ich habe eine riesen Hauttransplantation dann gehabt und so. Aber grundsätzlich hat die Schulmedizin den Notfall sozusagen bereinigt. Und ich habe aber auf der psychischen Ebene, wir haben natürlich ein großes Netzwerk mit Coaches, mit Medizinern. Ja? Ich habe natürlich sofort geschaut, was ist der psychische Background hinter so einer Geschichte. Und mein Heilungsprozess war so, also ich bin im Juli in das Krankenhaus gekommen, war den ganzen August, also 6 Wochen dort. Und die Ärzte haben gesagt, rein schulmedizinisch betrachtet werde ich bis Weihnachten nicht arbeiten können. Ich werde Rollstuhl fahren müssen, vielleicht 1-2 Monate vor Weihnachten wieder mit Krücken laufen. Und tatsächlich bin ich Anfang September entlassen worden. Und ich bin am 11. Oktober auf einer Bühne vor 800 Leuten gestanden, habe meinen ersten Vortrag gehabt.
gehalten. Mit Schmerzen, zugegebenermaßen, aber der Heilungsprozess war unglaublich effizient, weil ich die psychische Seite einfach mit einbezogen habe. Mhm. Ja, also das heißt, das Trauma, was hinter jeder Erkrankung liegt, ja, das muss man natürlich herausfinden, ist klar, ja. Aber in dem Moment, wo ich es herausfinden kann, habe ich einen wesentlich stärkeren Hebel für jeden Heilungsprozess. Mhm. Ja. Also die Programme, die ich jetzt persönlich laufen lasse, sind Programme, wo jetzt nicht irgendeine Störung oder ein, mhm. Etwas im Hintergrund steckt, was ich gerne verändern möchte, mhm. sondern ich möchte viel mehr Fokus haben darauf. Das ist nämlich das Programm Dankbarkeit. Genau. Ich möchte lernen, immer zu allem dankbar sein zu dürfen. Genau. Selbstliebe. Genau. Und was habe ich, glaube ich, noch? Vielleicht gibt es Gesundheit. Genau, Gesundheit haben wir, Selbstheilung haben wir. Gut, ne? Meine Kinder programmieren mir das immer und diese drei Programme laufen die ganze Nacht immer wieder, weil ich empfinde einfach, Dankbarkeit ist das eins der höchsten Güter, die wir jemals erlernen dürfen. Genau. Und das möchte ich hier so richtig in mir leben und einverleiben. Ja. Was gibt es sonst noch so für Mentalprogramme, wo schon standardmäßig da bestehen? Genau, also ich habe knapp 100 so Mentaltrainings oder über 100, ich glaube 109 sind es in der Zwischenzeit, habe ich als Autor publiziert. Und wir haben eigentlich zu allen Lebensthemen solche Trainings. Ne? Also die sind dann immer so aufgebaut, ich treffe erst eine bewusste Entscheidung, indem ich ein Hörbuch anhöre. Dann verbinde ich die bewusste Entscheidung mit meiner unbewussten Ebene. Das läuft dann zum Beispiel abends beim Einschlafen, hört man sich so eine Meditation an, wo die bewusste Entscheidung rüber transportiert wird. Und über den NEOS, also über die Technologie, habe ich dann eben tausende von Wiederholungen pro Tag mit den Kernsätzen. Und was mir sehr gut gefällt, dass du das jetzt mit der Dankbarkeit eingeworfen hast, weil wir reden ja, wenn ich heute krank bin, also so wie ich mit 2015 mit so einer Blutvergiftung, da bist du ja, ich vergleiche es mal mit des Deutschen liebstes Stück mit dem Auto, ja, dann habe ich ja quasi schon fast einen Totalschaden. Und ein Autobesitzer würde ja tatsächlich nicht bis zum Totalschaden warten und sich dann damit beschäftigen, was jetzt die Werkstatt dazu sagt, sondern ein Autobesitzer macht es ja in der Regel so, dass er sagt, okay, da gibt es eine Inspektion, da wechseln wir das Öl, da kümmern wir uns, wir tun neue Reifen draufbauen und so weiter. Und das ist vielleicht auch ein Ansatz, genauso wie du das praktizierst, empfehle ich das eigentlich auch jedem Menschen, eben sich dauerhaft mit der Bildung des Charakters zu beschäftigen, weil wir uns dann Traumata ersparen können und vielleicht auch die eine oder andere körperliche Erkrankung. Ne, weil nehmen wir mal wirklich das Thema Dankbarkeit. Das ist eines der stärksten Themen überhaupt, ne, weil wenn wir uns angucken, was wir alles haben, ne, also wir haben Familien häufig, also wir beide haben jetzt zum Beispiel eine Familie, Kinder, eine schöne Partnerschaft. Allein das ist ja was, wofür ich so eine Dankbarkeit fühlen kann, dass ich ja eigentlich schon gar nichts anderes mehr brauche. So, jetzt läuft es beruflich noch schön. Dann kann ich mich darüber auch wieder freuen, auch wieder dankbar sein. Dann habe ich vielleicht ein schönes Haus, in dem ich wohnen darf. Ich darf schöne, gutes Essen zu mir nehmen. Das sind alles Punkte, die, das kann man übrigens auch wissenschaftlich nachweisen, ein Mensch, der dankbar ist, hat ein ausgeglicheneres Nervensystem. Nur mal ein Beispiel. Ne? Und dann gibt es einen Mensch, der lebt in genau dem gleichen Umfeld, der hat auch eine Familie, der hat auch einen Beruf, der hat auch genügend Geld und der blickt aber zum Beispiel nur auf das, was die Politik macht und ärgert sich den ganzen Tag darüber und empfindet es als Belastung, als schlechte Stimmung. Das heißt, der hat körperlich ein wesentlich schlechteres Milieu als die Person, die auch in der politischen Umgebung lebt, ja, weil die sich nicht reinsteigert, sondern sagt, ja, schade, dass es so ist, aber letzten Endes ist trotzdem immer noch alles sehr, sehr gut. Mhm. Ja, also das wären so die Ansätze, wo man sagen kann, es gibt viele Bereiche, wie kann ich erfolgreich und glücklich sein? Ne? Das ist ein Thema, das mich zum Beispiel sehr beschäftigt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie aufgrund ihrer Lebenshistorie eigentlich ganz stark darauf reflektiert, glücklich zu sein. Also sie wollte einfach immer glücklich sein. Und ich habe darauf reflektiert, aufgrund meines Lebens, meiner Lebenshistorie, ich wollte erfolgreich sein. Also ich wollte beruflich erfolgreich sein. Und in unserer Beziehung haben wir dann eigentlich festgestellt, dass der wirkliche Spaßfaktor, glücklich und erfolgreich zu sein, das ist, wo die wirkliche Power drin liegt. Ne? Und das sind so Erkenntnisse, die kann jeder Mensch eigentlich für sich sammeln und kann es dann manifestieren in seinem Leben. Also Dankbarkeit, es ist so ein Programm. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade gesagt, aber auch so Persönlichkeitstrainings. Absolut, genau. Wie man zum Beispiel erfolgreich verkaufen kann. Ganz genau. Das sind ganz auch genau. So Programms, wo man letztendlich sich ins Unterbewusstsein einprogrammieren kann.
Genau. Und dann gar nicht mehr lange studiert, sondern wenn man redet, kommt gleich das Richtige raus. Genau, genau. Also ich tue es vielleicht mal so ausdrücken, auch hier wieder eine unbewusste Kompetenz. Ich würde niemals jemandem raten, ein Verkaufstraining zu absolvieren, damit er dann reich werden kann damit, ne? Und damit irgendwie Produkte zu verkaufen, die eine große Spanne anbieten. Ich würde aber empfehlen, wenn ich etwas habe, wofür ich wirklich brenne, also wo ich sage, das hat mich in meinem Leben bewegt, damit habe ich wirklich was verändert, ich habe was erreicht, das möchte ich jetzt anderen Menschen mit auf den Weg geben, dann ist das auch Verkaufen, aber es ist ein Verkaufen intrinsisch, das kommt aus mir heraus. Dann werde ich automatisch ein höchst erfolgreicher Verkäufer, weil ich verkaufe gar nicht, sondern ich bewege Menschen. Also ich denke, es ist immer ganz wichtig, nicht einfach nur persönliche Fähigkeiten zu trainieren, sondern es immer auf den eigenen Charakter zu reflektieren. Also wenn ich zum Beispiel eine Persönlichkeit bin, die jetzt nicht so gerne spricht, die nicht so gerne extrovertiert nach draußen geht, dann wäre vielleicht die Frage, mich eher darin zu schulen, meinen Fokus zu halten, was zu erforschen, was zu durchdringen. Solche Themen spielen da eine große Rolle. Also ich nenne es in der Zwischenzeit wirklich Charakterbildung. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Schönes Wort. Ja. Nochmals zur Brücke zu einer anderen Sendung. Letztendlich geht es hier nicht nur ums Trainieren von Charaktereigenschaften, sondern man kann auch alles, was anderes ist wie Sprachen, ganzes Studium, könnte man theoretisch sich ebenfalls über diese Ultraschall- und Audiodateien auf den Körper übertragen, in mehrfacher Überlagerungen, sodass man komprimiert pro Nacht das vielleicht 800 Mal hören kann. Das ist das eine. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Dankbarkeit nochmals anschauen, du sagst, man muss es verknüpfen, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wie verknüpfe ich das Bewusstsein? Du sagst, es ist eine Audiodatei, die ich bewusst hören muss. Genau, ganz genau. Also es ist so ein kleines Hörbuch, das dauert nur 20 Minuten. Und dort würde ich demjenigen, der sich das anhört, das Thema Dankbarkeit aufgliedern. Also das heißt, ich versuche eigentlich immer, ein Thema so zu zerlegen, dass es ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind verstehen kann. Wenn mir das gelingt, dann kann jeder Erwachsene mitgehen. Das ist mein Anspruch an meine Mentaltrainings. Und dann hört derjenige dieses Hörbuch 20 Minuten und hat 2, 3, 4 Erkenntnisse, warum Dankbarkeit für ihn gut ist. Also warum er mehr Dankbarkeit haben möchte. Weil ich bewusst höre, dann überlege ich mir, für was bin ich dankbar. Gut, und dann wird diese Datei über das Gerät in die Nacht auf den Körper übertragen und dann höre ich das 800 Mal pro Nacht, oder? Ganz genau, ganz genau. Und mal ein Beispiel für so eine bewusste Entscheidung, also in diesem Hörbuch erkläre ich zum Beispiel, also wie gesagt, ich versuche es zu vermeiden, aber trotzdem bin ich halt einfach wissenschaftlich orientiert. Also ich gebe zum Beispiel bei Dankbarkeit eine Information, wenn ich heute Dankbarkeit fühle. Da haben wir eine große Studie dazu, also die habe nicht ich gemacht, die gab es schon vorher an Harvard, bei Harvard ist die gelaufen. Wenn ein Mensch Dankbarkeit fühlt, dann kann der zum Beispiel nicht gleichzeitig Angst haben. Allein diese Information ist für jemanden, der vielleicht auch öfter mal Angst hat, extrem wertvoll. Und darüber sagt der Moment, ja, wenn das so ist, dann möchte ich auch mehr Dankbarkeit fühlen. Und dann arbeite ich mit dem Neos, höre mit hoher Wiederholungsrate Sätze, ich bin dankbar für das, was ich habe, all diese Dinge. Und diese Sätze bewegen meine Gedankenstruktur, meine 60.000 Gedanken, immer mehr und mehr Richtung Dankbarkeit. Und plötzlich fühle ich mich wohler. Also die Angst geht weg. Und die Angst geht weg, weil du kannst nicht dankbar sein und Angst haben, entweder oder. Also das ist ein Konzept, das man da verfolgen kann. Sowieso ein großes Thema gegenwärtig, das Thema Angst. Oder? Ich meine, die ganze Corona-Phase hat die Angst gepusht. Die Menschen sind in Angst und Schrecken und da könnte man echt mit solchen Dingen auch dagegen arbeiten. Weil Angst ist ja auch etwas, was einen krank macht. Das sagt mir zum Beispiel auch der Professor Dr. Christian Schubert, der Psychoneuroimmunologe, sagt mir auch, Angst macht krank. Absolut. Angst schließt sogar die Zelle. Also ich gebe mal ein schönes Bild. Man kennt doch diesen Begriff Teufelskreis. Also wenn quasi eine Spirale nach unten immer enger wird und zugeht, das kann ja die Zelle auch. Die Zelle ist ja ein Frequenzgenerator sozusagen. Und Angst macht uns dicht. Also sowohl in der Wahrnehmung als auch körperlich, also auf allen Ebenen. Und das Gegenstück zum Teufelskreis, das kennen nur die meisten nicht, ist der Engelskreis. Das heißt, eine Spirale, die größer wird. Das heißt, Dankbarkeit zum Beispiel
öffnet mich, ne, macht mich offen für Möglichkeiten. Plötzlich sehe ich die Welt anders. Also die Welt ist immer noch genauso da draußen, wie sie jetzt ist. Aber ich habe eine andere Wahrnehmung plötzlich dazu. Ne? Das heißt also, ich öffne mich Themen, weil ich dankbar bin oder weil ich es zum Beispiel schaffe zu vergeben. Ne? Also Dankbarkeit und Vergebung hängt auch sehr eng zusammen, habe ich auch ein eigenes Training dafür. Ne? Das sind so Themen, die verändern mich in der Tiefe meines Charakters. Also fassen wir noch was zusammen. Mhm. Wenn jemand zu Hause Charaktereigenschaften an sich selber erkennt, die ihn eigentlich nerven, genau, dann kann er starten. Dann wäre eigentlich schon der beste Puls da. Oder wenn er findet, ich könnte eigentlich viel dankbarer sein für das, was ich eigentlich habe. Genau. Oder ich habe viel zu viel Angst. Oder immer, wenn ich auftrete auf der Bühne, laufe ich rot an und kriege den Mund nicht auf. Genau. Alles, was mich nervt, kann man mit Metallprogrammen mein Unterbewusstsein so stimulieren, dass es nachher, ne, dass ich eigentlich von diesem schlechten Weg abkomme. Genau, genau. Und ich setze sogar noch eins oben drauf. Also das ist immer der Schmerz. Ne? Also wenn ich merke, ich kann jetzt nicht reden vor Menschen oder so. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die auch sehr schön ist, das eigene Potenzial noch weiter nach oben zu bringen. Also wenn ich zum Beispiel schon merke, ich kommuniziere gerne und ich würde das gerne noch verbessern, dann tue ich mich natürlich noch mal viel leichter, den Turbolader oben drauf zu setzen und zu sagen, diese Fähigkeit, diese Eigenschaft, die baue ich jetzt noch weiter aus. Das empfehle ich auch immer. Also sich wirklich ganz stark zu konzentrieren, wo bin ich schon gut, was sind meine Stärken. Weil wenn die Stärken ausgebaut werden, dann werden die Schwächen automatisch schwächer, weil ich mich nicht mehr so sehr darauf konzentriere. Ne? Mhm. Und natürlich Schwächen, Angst und solche Dinge sollte man schon sehr gezielt bearbeiten mit Trainings. Ja. Ich habe gerade letztens wieder gehört, wie gerne manche Leute gerne krank sind, um sich über die Krankheit auszutauschen, das Umfeld. Genau. Schätzt viel mehr, man kommt öfters vorbei, man ist nicht so einsam. Das sind ja schlimme Dinge eigentlich. Ja. Aber auch hier könnte man eigentlich diese Selbstsicherheit aufbauen. Ja. Oder mit einem Psychologen mal reden, der reflektiert dann, was liegt jetzt wirklich? Ja. Ist es die Einsamkeit? Da kann man lösen. Und dann könnte man effektiv dieses Unterbewusstsein stärken. Ganz genau. Ja, also ich denke, das ist wirklich eine Medizin der Zukunft. Mhm. Für mich ist es die Medizin der Zukunft, wo wir die Psyche mit integrieren. Ja. Bewusste Muster, wir wissen alle, wie bewusste Muster programmiert sind, wie kriegt sie fast nicht mehr raus. Okay. Jedes Mal kommt der Impuls und schon schießt du zurück. Ja. Angriff oder Verteidigung, oder? Genau. Mehr gibt es ja nicht, oder? Genau. Und genau hier können wir das effektiv verändern. Ja. Noch ganz kurz für die Zuschauer, die sowas noch nie gesehen haben. Wie muss man sich diese Technologien vorstellen? Ist das etwas, wo ich mich reinsetze oder ist das ein Bett, wo man liegt? Oder? Ja. Nee, ist tatsächlich viel einfacher. Also man sieht es hier in meinem Handgelenk. Ne? Also das ist jetzt ein Neos, mit dem höre ich über die Haut. Also ich trage den wie eine Uhr, ganz normal im Alltag. Also ich muss mich nicht irgendwie, ich muss mir keine Zeit dafür nehmen, sondern dieses Training läuft komplett passiv. Also bei mir läuft jetzt zum Beispiel auch gerade ein Mentaltraining. Ne? Und währenddessen unterhalte ich mich mit dir. Wir zeichnen hier eine Sendung auf. Ich bin mit dem Auto hierher gefahren. Es ist auch die ganze Zeit gelaufen. Also es ist wirklich ganz smart, easy, nebenbei im Alltag zu benutzen. Wenn ich noch weitere Informationen dazu haben möchte, auch sehen möchte, was gibt es da alles noch für wissenschaftliche Grundlagen dahinter, gibt es da eine Plattform, wo ich mich schlau lesen darf? Genau, also wir haben eine Seite, die heißt neos.tv. Mhm. Dort findet man auch Sendungen auf, also viele Videosendungen. Es gibt auch eine Seite, also das Produkt heißt Neos, ne? Und die Firma dahinter heißt Kosis. Also das können wir unten in den Kommentaren vielleicht reinschreiben, aber kann man einfach auf die Seite gehen. Wir haben mehrere Bereiche. Gesundheit ist eben eines unserer Themen, ne? Also Gesundheitsprävention, Gesundheitsmaßnahmen. Mhm. Und wir haben natürlich auch viele Mediziner, die damit arbeiten. Das ist aber dann wieder ein spezielles Thema, wo wir dann auch wirklich an Ärzte vermitteln. Mhm. Ja. Super. Also modernste Wissenschaft aus der Neurowissenschaft heraus. Genau. Ich finde es großartig und nochmals, das ist das fehlende Puzzle, was mir immer gefehlt hat in der bestehenden schulmedizinischen Sichtweise, wo einfach die Psyche einfach abgeschnitten wird, gibt es nicht, kann ich nicht zerlegen. Und doch wissen wir doch alle, dass da Zusammenhänge bestehen zwischen unserem Geist und uns, unserem Körper und dass sich das gegenseitig natürlich beeinflusst. Und
Das war das Ziel dieser Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen einfach aufzuzeigen, was heutzutage alles möglich ist, im Schlaf zu lernen, kein Problem. Man muss nicht immer alles hinhören, um Lektionen zu erfahren, sondern das Unterbewusstsein lässt sich heute komprimiert informieren mit diesen Dingen, die wir gerne haben möchten. Also nicht manipulativ, sondern konstruktiv zu Charaktereigenschaftsbildungen oder zum Auftreten zu optimieren und. Ich glaube, es gibt tausend Möglichkeiten, wo man da nutzen kann. Und eben wie gesagt, die eine Klinik, die ich jetzt kenne, ist total begeistert und integriert das in den Alltag mit Patienten. Und das zeigt mir ganz klar, jetzt geht's wirklich los. Liebe Joshua, danke für dein Wirken, danke für deine Forschungen, danke fürs Präsentieren. Danke, dass ich das nutzen darf. Wünsche dir alles Gute. Dir auch, Dankeschön. Ebenfalls und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.